Hallo, liebe deutschsprachige Tee-Freunde aus ganzer Welt und vor allem aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Belgien, den Niederlanden, Dänemark und meiner Heimat, dem Elsass. Willkommen bei mir, ich bin Stefan Erler, der Gründer des Tea Masters Blogs und auch der tea-masters.com Teeboutique. Heute machen wir wieder einen Kurs über Tieguanin und Röstung. Ich habe ja einen Sampler in meiner Boutique unter den Samplern gemacht mit vier verschiedenen Tieguanins, die alle aus demselben Ort, also aus dem Herstellungsort von Anxi in Fujian in China, das ist wirklich der Geburtsplatz von Tieguanin, wo auch der richtige Tieguanin benutzt wird. Und dort habe ich also vier verschiedene Tieguanins. Wir haben schon diese vier in zwei vorigen Lektionen studiert, zwei zusammen immer, um sie zu vergleichen. Heute trinken wir nur eins und heute zeige ich euch, wie man den Tee am besten macht. Und zwar diesmal mit einem Gaiwan. Und wie macht man einen Tee am besten? Das ist vielleicht eine der einfachsten, aber auch die übersehenste Weise oder die Lektion, die die wenigsten Leute nehmen oder lernen oder fühlen können. Aber wenn man mehr Tee studiert, da kommt es zu einem gewissen Punkt, wo man merkt, die Art und Weise, wie man den Tee zubereitet, hat einen großen Einfluss, wie der Tee schmeckt. Und nach 20 Jahren Studium und Erfahrung möchte ich euch zeigen, wie man zum Beispiel diesen Tee am besten macht. Und dieser Tee ist sehr interessant, weil sein Charakter, man muss immer zuerst anfangen, was für ein Aroma soll ich denn bekommen? Wie schmeckt normalerweise ein guter Tieguanin? Oder das sollte man sich bei jedem Tee merken oder die Frage stellen, was für einen Geschmack will ich mit meinen Teeblättern da hervorzaubern? Was steckt da drin, was ich raus möchte? Sind da besonders schöne Parfums drin, wie bei einem Oriental Beauty, wo der Parfum mehr in Forderung kommt? Oder ist der Geschmack, was wichtiger ist? Oder bei diesem Tieguanin ist das dieser Nachgeschmack, dieser Guan Yun, von dem wir schon gesprochen haben, das Wichtigste. Und da es der Nachgeschmack ist, gibt es wirklich eine Technik, die man benutzt, um diesen Nachgeschmack zu konzentrieren, um besser hervorzubringen. In ein paar Worte, man soll den Tee ziemlich langsam vorbereiten und etwas länger auch ziehen lassen und natürlich ein bisschen auch mehr Tee nehmen als sonst. Das ist natürlich Geschmackssache, aber das heißt, ihr müsst nicht unbedingt genauso viel nehmen wie ich, aber bei diesem Tee solltet ihr ein bisschen mehr nehmen als normalerweise bei anderen Tees. Dieser Tee eignet sich wirklich in stark zu kosten. Und welchen Tieguanin sollten wir heute trinken? Das liegt wirklich bei euch. Ihr könnt euch ihr habt jetzt die vier Tieguanins aus dem Sampler gekostet und ihr solltet einfach den nehmen, den ihr am besten findet. Hier in Taiwan, wir sind jetzt Ende Januar, es ist sehr, sehr kalt, wir haben keine Heizung drin, das ist so eine Gewohnheit. Und denn es wird nie allzu kalt, die Temperatur geht ungefähr bis 10 Grad Celsius.
Das ist wirklich am kältesten draußen. Diese Woche hatten wir sogar ein bisschen Schnee in den Höhen von Yangmingshan, also in der Nähe von Taipei. Aber natürlich in Taipei schneit es nicht. Es ist zu niedrig, zu nah am Meer und deshalb ist es einfach kalt. Noch draußen, meine Hände fühlen sich ein bisschen kalt an. Und bei diesem Wetter, da möchte ich einen sehr gerösteten Tiwanin trinken, denn diese Röstung bringt mir auch am meisten Wärme. Deshalb habe ich aus dem Set den den am meisten gerösteten Tiwanin herausgewählt heute. Wir fangen jetzt an beim Aufwärmen des Gaiwans und dieses Aufwärmen benutzen wir, um uns auch aufzuwärmen, um unsere Technik aufzuwärmen und auszuprobieren. Und heute was wollen wir versuchen? Wir wollen versuchen, den Gaiwan so langsam wie möglich zu füllen. Das ist wirklich also ein und ohne Unterbrechung. Der Fluss soll sich nicht unterbrechen, aber wir wollen es so langsam wie möglich auffüllen und dann dabei, damit man nicht höre ich auf zu sprechen. Okay, das war's schon. Ich habe nicht kein Chronometer dabei, aber das war jetzt schon ziemlich lang. Langsam den Gaiwan füllen, damit die Blätter auch schön langsam ziehen und damit die Röstung sich nicht, weil die Röstung ja auf der Oberfläche ist und der Geschmack des Tees, der Blätter, ist mehr im Inneren. Wir wollen, dass dass dieser Geschmack der Röstung mit dem Geschmack des Tees zusammenkommen. Deshalb wollen wir es so lange, so langsam wie möglich füllen. Okay, der Gaiwan ist jetzt schön warm. Wir können jetzt auch die Becher füllen. Den Tee hinzu. Und jetzt beim zweiten Mal langsam, so langsam wie möglich. Aber wir können ein bisschen drumherum gehen, ziemlich niedrig und versuchen, dass der Fluss sich nicht unterbricht, deshalb höchste Konzentration und aufhören zu sprechen. Damit die Blätter sich schön entfalten, helfen wir ein bisschen, sie nach oben zu bringen, damit sich diese Blätter jetzt schön aufmachen und damit der Geschmack wirklich nicht nur aus der Oberfläche kommt, sondern wirklich vom ganz in der Mitte der Blätter rauskommt. Das duftet schon sehr, sehr schön. Farbe wird allmählich auch ein bisschen dunkler.
aber wir wollen ihn wirklich sehr, sehr konzentriert, sehr stark trinken, denn der Charakter eines Tiguanins ist mit dem Wort Guanyin beschrieben, also ein mächtiger Nachgeschmack. Ja. Und das hat auch einen doppelten Sinn. Guan für die Chinesen ist die Position in der Hierarchie im Staat, also eine Position der Macht. Und deshalb wollten damals alle Chinesen für den Staat arbeiten, denn da hat man viel Macht und wird man auch treibt man die Steuern rein und wird man dabei auch sehr, sehr reich. Und dieser Tee mit dieser dunklen Note der Röstung, der duftet auch besonders schön. Wir können jetzt anfangen, unsere Becher zu leeren. Ich habe die Becher nicht gleich geleert, sondern gewartet, bis ich bereit bin, mein Gaiwan zu leeren, damit die Becher so lange warm bleiben wie möglich. Und erst jetzt. Ja, ziemlich gut. Schöne, durchsichtige, sehr bunte Farbe. Natürlich bei dieser Röstung haben sich die Blätter noch nicht ganz aufgemacht, aber schon ziemlich. Es hätte noch stärker gemacht werden können, aber duftet sehr, sehr, sehr schön schon. Und der Geschmack ist da. Er ist stark. Und man fühlt die Fülle des Tees. Es füllt wirklich den ganzen Gaumen. Und diese starke Röstung fühlt sich wie ein Feuer an. Heute, vor allem im Winter, schmeckt es besonders wärmend. Natürlich ein bisschen ein Hauch an Uisuan, also ein bisschen nicht Astringenz, sondern ja, wie Essig. Aber das wird sehr schnell, wandelt sich in etwas Süßes. Ich trinke noch ein bisschen. Habe ich noch Zeit? Ja. Denn ich möchte euch sagen, auch beim zweiten Aufguss, dass man weiter so macht, um den Tee einzuziehen. Denn Tee schmeckt wirklich überall im Mund und im Gaumen. Und was ein gutes Zeichen ist für die Qualität des Tees, ist, obwohl es sehr stark geröstet ist, dass es sehr gut durch den Gaumen kommt, ohne dass der Gaumen sich verkleinert. Richtig wunderbar. Eine Neuigkeit fängt nächste Woche an. Wir werden nächste Woche nicht mehr auf Facebook diese Videos machen, sondern direkt auf YouTube. Ich werde also den Link im Voraus immer noch auf Facebook geben, aber ihr müsst dann, um den
die T-Klasse zu verfolgen, könnt ihr das dann direkt auf Facebook live machen. Und wie immer könnt ihr dann auch ihre Kommentare da drauf schreiben. Vielleicht habe ich dann mehr Zeit, um diese Kommentare zu sehen. Also wollen wir den zweiten Aufguss machen, immer mit demselben Prinzip, sehr, sehr langsam und ohne Unterbrechung das Wasser. Ohne Unterbrechung, aber auch ohne viel Krach zu machen. Es soll ganz still sein. Das Wasser soll von nicht einer zu hohen Höhe raufkommen auf die Blätter. Sonst, wenn es von zu hoch runterkommt, dann verliert das Wasser an Harmonie, denn der Fluss bricht zusammen und das macht dann die Blätter nicht so harmonisch Wasser auf sich nehmen und das macht einen schlechteren Geschmack. Deshalb ist es besser, das Wasser ganz langsam und vorsichtig auf die Blätter zu gießen. Wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist, wie heute, können wir unsere Becher noch ein bisschen nachwärmen. Die müssen nicht ganz gefüllt werden, aber ein bisschen, damit man die Reste wegspülen kann. Und je nach Geschmack, wenn das erste Aufguss zu stark war, könnt ihr ein bisschen versuchen, den zweiten leichter zu gestalten. Oder wenn der erste Aufguss zu leicht war, könnt ihr den zweiten länger ziehen lassen, damit es stärker wird. Aber was schön ist, während des Wartens merkt man noch den Geschmack und den Nachgeschmack des Tees. Das ist wirklich dieser Guan Yun, das wirklich das Charakter von diesem Tee, das wir da genießen möchten. Und diesen Charakter finden wir bei allen vier Röstungsgrade. Deshalb kann man diese Technik für alle vier Oolongs benutzen. Aber natürlich, je stärker es geröstet ist, desto vorsichtiger sollte man da unser Wasser aufgießen, denn sonst kommen zuerst die Röstungsaromas und nicht die Aromas aus den Blättern. Hier könnt ihr wieder die Blätter schön sehen. Die haben sich schön entfaltet und sind viel größer geworden.
und immer noch eine sehr, sehr schöne durchsichtige Farbe und ein wunderbarer Duft. Und diesmal noch süßer als beim ersten Mal. Und ja, eine schöne Stärke im Nachgeschmack. Das ist der Charakter des Tiguanins. Ich hoffe, er hat euch heute besonders gut geschmeckt und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns also nächste Woche wieder, aber auf YouTube, nicht mehr auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.